Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir beschäftigen uns heute auf Antrag der AfD mit der Einführung von Schuluniformen an Berliner Schulen. Weder ist das Thema aktuell eine große Debatte an Berliner Schulen, noch besteht dafür eine Notwendigkeit. Die Fraktion der AfD beteiligt sich selbst in der Regel nur mangelhaft an relevanten Themen im Bereich Bildung. Zu den Haushaltsberatungen wurden Berichtsanträge zu spät gestellt, entgegen der gemeinsam beschlossenen Regularien. Bei Anhörungen werden Anzuhörende zu völlig anderen Thematiken befragt, als auf der Agenda stehen. Und wie überall glänzt die AfD auch beim Thema Bildung nur mit einem, mit populistischem Nonsens. Der anderthalbseitige Antrag der AfD führt zwei Studien zur Unterstreichung der These auf. Die beiden angeführten Studien sind aus den USA. Es ist nicht wirklich sinnvoll, die pädagogische Situation in den Vereinigten Staaten mit jener an Berliner Schulen zu vergleichen, damit unter massive sozioökonomische und kulturelle Unterschiede in der Bildungslandschaft vorherrschen. Weiterhin scheint die AfD die Studien selbst nicht gelesen zu haben, denn sie schreibt, dass in diesen Studien positive Effekte von Schulkleidung belegt werden würden. Dem ist aber mitnichten so. Schauen wir uns die Studien an. Studie Nummer 1. Bei der Studie Uniforms in the Middle School, bei der Uniformen als Reaktion auf Sicherheitsprobleme und gangbezogene Vorfälle abrupt wurden, lassen Sie unerwähnt, dass 87,3% der Schüler sagen, dass sie keine Schuluniform tragen möchten. Das allein wäre für mich Argument genug, um die Debatte abzuhaken, denn SchülerInnen gegen ihren Willen in eine aufgesetzte Konformität zu zwingen, halte ich für höchst problematisch. Jeder Schüler ist ein eigenständiger Mensch und ja, es gibt soziale und ökonomische Unterschiede auch unter den Berliner SchülerInnen. Diese vorhandenen Unterschiede und Ungerechtigkeiten äußerlich unsichtbar zu machen, statt die Ursachen der Ungerechtigkeiten zu bekämpfen, ist der völlig falsche Weg. Wir müssen dafür kämpfen, dass alle SchülerInnen dieselben Bildungschancen bekommen und nichts tun, als könnten wir soziale Gerechtigkeit erreichen, wenn alle dasselbe Hemdchen tragen. Und die Idee mit den blauen Hemdchen ist ja jetzt auch nicht neu, aber ich bin ernsthaft überrascht, dass die von Ihrer Seite kommt. Zurück zur Studie. Der Absatz Discussion endet auf und ich übersetze: Jedoch wurden unsere Ergebnisse nicht mit generellem Abschneiden der Schule verglichen, was bedeutet, dass die Ergebnisse bezüglich der Reglementierung der Uniformierung nicht abschließend beurteilt werden können. Studie Nummer 2. Die Studie Dressed for Success, Do School Uniforms Improve Student Behavior, Attendance and Achievement, rekurriert auf Seite 1 in der Einführung auf eine Studie aus 1998, die kaum Unterschiede in Bezug auf Anwesenheit, Verhaltensprobleme oder Drogenmissbrauch feststellt, sondern im Gegenteil, dass die Einführung von Uniformen negativ mit Testergebnissen korrelieren. Auch aus dieser Studie habe ich einige Zitate mitgebracht und war so frei, zum besseren Verständnis zu übersetzen. Seite 1. Jedoch bleiben die Auswirkungen der Uniformen auf die Schüler unklar. Seite 9. Die Ergebnisse zeigen kein klares Bild. In keinem Fall sind die Spezifikationen statistisch signifikant. Daher können wir nicht behaupten, dass Uniformen Auswirkungen haben. Seite 11. Erneut können wir nicht final behaupten, dass es Auswirkungen gäbe, da es keinen Fall gibt, in dem die Modelle statistisch signifikant wären. Bei den entsprechenden Auswirkungen bezieht sich die Studie auf Verbesserungen im Bereich des Sozialverhaltens, der Anwesenheit und der Testergebnisse der Schüler. Ich habe noch eine Kleinigkeit zum Mitmachen mitgebracht. Nehmen Sie Ihr digitales Endgerät zur Hand und gehen Sie in die Google-Suche. Jetzt geben Sie das Wort Scientific Studies Pro School Uniforms ein. Enter. Klicken Sie auf das zweite Suchergebnis und scrollen Sie runter und gucken da auf die referenzierten Studien. Sie werden, wenn Sie das machen, sehen, was ich meine. Einmal die eigene Position googeln, das zweite Ergebnis als Quelle nehmen, nicht mal lesen, ob die Quelle inhaltlich zu einem passt oder nicht, kann man schon machen, aber ich finde das tatsächlich ein bisschen peinlich. Ferner bezieht sich die AfD auf positive Auswirkungen von Schulkleidung in Großbritannien und in Brandenburg. Hier zieht die AfD keine Studien heran, die ihre Aussagen widersprechen würden. Hier wird einfach nur behauptet. Die AfD führt als Hauptargument eine nicht näher genannte nicht öffentliche INSA-Studie an, laut der 81% der Befragten Befürworter der Einführung von Schuluniformen seien. Es wäre allerdings wohl sinnvoll, die Studie zu veröffentlichen, denn zumindest bei den anderen zu Rate gezogenen Studien stellen wir fest, dass sie nicht imstande sind, wissenschaftlich zu arbeiten. Ich helfe da aber zur Not noch mal gerne nach. Abschließend möchte ich anmerken, dass die Fraktion der AfD selbst das beste Beispiel dafür ist, dass schicke Hemdchen nicht leistungssteigernd wirken, sonst hätten sie bei ihren feinen Anzügen einen vernünftigen Antrag abgeliefert. Vielen Dank.